Wir reagieren jetzt auf Philo. 7 Girls Blind Daten mit Philo. Diese Folge könnte für einige Zuschauer ungeeignet sein. Philo spielt einen künstlich ironischen Charakter. Alle ja! Philo spielt einen künstlich ironischen Charakter. Ja, genau. Alle Teilnehmer wurden informiert und hinter den Kulissen haben sich alle gut verstanden. Ist das geil, Alter. Schnell Video entschärft mit dem Disclaimer. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja, wenn es soweit kommt. Das ist Philo. Er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Boah, ich weiß nicht, ob ich bei so einem Format mitmachen würde. Ich meine, ich feiere das. So, wenn da wirklich ein cooler, lockerer Typ bei ist, der damit auch gut umgehen kann, warum nicht? Aber ich weiß nicht, also ich bin nicht cool und locker. Hinter diesen weißen Vorhängen stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin Felix, aka Philo, bin Livestreamer und ich habe die Nummer von Frank Rosin. Crazy. Was? Wow. Also ich weiß, dass Philo vielen Leuten nicht gefällt, weil der wirklich, der hat eine eigene Art. So, aber das ist ja auch wieder das Besondere, was viele dann auch irgendwie nicht wertschätzen, dass er wirklich eine Art hat, die auch einfach heraussticht, auch wenn sie oft halt echt vielleicht auch mal schwierig ist. Ja, natürlich, aber was soll ich euch denn erzählen? Ich suche eigentlich einfach nur, ja, irgendwas, was mir den Kopf krault und mir sagt, dass alles gut wird. So. Ey, Kopfkraulen mit Nägeln ist übergeil, das muss ich sagen, das ist schön, da fühlt man sich geborgen. Was war denn der Red Flag? Ein Red Flag? Was war denn Red Flag nochmal, was absolut nicht geht? Body Count über 1, geht in Club, weiß nicht, man sieht irgendein Stück Haut, da bin ich raus. Ja gut, das ist Spaß. Body Count über 1, Junge. Also, dieser Gedanke, der war ja irgendwie immer da gewesen, so dieses, ey, es wäre schön, wenn die jetzt nicht so viel schon davor hatte, aber das ist halt auch ganz schön, wenn man mal jemanden Gelassenen hat, weißt du, was ich meine? So jemand, der halt, also, ich meine jetzt hier nicht so dieses Rum, dass man irgendwie schon 200 Mal Geschlechts verschiedenen. Jeder soll machen, was er will, juckt mich auch überhaupt nicht, aber ist halt schon schön, wenn so ein bisschen Erfahrung da ist. Weißt du, was ich meine? Cool. Finden wir heute. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und ich bin gespannt. Kommentiert. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück. Oha! Sind schon 5000 Kommentare geschrieben worden? Hallo, ich will die 100 Euro haben. So, warte mal, ich hab vier YouTube-Accounts. Let's go. Oha. Imagine, du gewinnst. Stell mal vor, da steht, die machen die Ziehung und Tanzverbot hat gewonnen, so live. Ey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich dachte immer, also das ist mir erst aufgefallen, ich habe erst gemerkt, wie unattraktiv die Leute Adidas finden. Ich bin ja der absolute Adidas-Fan. Und als ich dann mal diese Umfrage gemacht habe, sind ja 90% stehen eher auf Nike-Schuhe. Und guck mal, hier trägt auch jeder Nike-Schuhe. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe darauf noch nie geachtet. Ich bin der Einzige, der scheinbar noch NMDs und Ultra-Boosts trägt. Keiner trägt das mehr. Aber ich finde Adidas einfach irgendwie schöner. Keine Ahnung. Obwohl ich die sage, die feiere ich auch, die Schuhe. Die finde ich auch schön, aber ich finde Adidas besser. Also als ich letztens die Umfrage gemacht habe, da waren irgendwie 80 oder 85% für Nike. 3, 2, 1, ey! Was geht ab? Okay, was denkst du? Boah, ich sehe direkt super viele Nikes, ich sehe viele Swooshes und geil. Oh, warte mal, man sieht mich gar nicht richtig. Muss man hier ein bisschen so was? Also, geil, feier ich, finde ich nicht so schön, finde ich nicht so schön, feier ich, finde ich nicht so schön, finde ich nicht so schön. Bergsteigerschuhe, das ist mein schlimmster Feind, das ist mein Endgegner. Oh, sorry, die feiere ich auch überhaupt nicht. Echt? Wirklich, Nummer 7 ja. ist gar Nummer nicht. Nummer 7, na, ich weiß noch nicht. Ich sag manchmal ein bisschen was über Personality aus. Ja, welche findest du so auf Anhieb am besten? Oh, ich glaube Nummer 2. Mhm, clean auch. Ja, und 6. Nummer 2 kann man halt geil kombinieren. Wenn das geil kombiniert ist, sowas feiere ich am meisten. Wenn das jemand schafft, so Schuhe mit Oberteil zu kombinieren, das sieht so schön aus, Real Talk. Ja, das ist ein Vibe. Was, also Nummer 7 ist gar nichts. Quadratlatschen, danke schön. Okay. Vom Schuh, ich würde es jetzt erstmal nicht judgen. Okay. Aber was ich auf jeden Fall judge, ist die 1. Das ist ja kranker Scheiß. Das ist ja straight up von Sam vs. Wild wiedergekommen. Woher kommst du? Festival? Nee, aber ich Nee, das ist halt auch wirklich schwierig, diese Schuhe komplett weiß zu halten.
reite, deswegen Stallschuhe und so. Lass doch die Pferde in Ruhe. Okay, 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 okay. Okay, hast du eine Frage für die? Direkt? Ja. Muss sie irgendwie muss sie herausfinden, wer raus muss. Ja. Okay, wer ist euer Lieblingsfernsehkoch? Kandidatin 1, wer ist dein Lieblingsfernsehkoch? Kann ich gar nicht sagen, weil ich gucke keine Kochsendungen oder so. Mich würde das auch wirklich... Was kenne ich denn? Tim Melzer? Tim Melzer kenne ich, denn diesen Frank Rosin? Aber da hört es denn auch schon auf. Aber Gordon Ramsay noch zum Beispiel? Ja, auch krank. Steffen Hensler, Jamie Oliver, Legende. Das stimmt. Aber mich interessiert dieses Fernsehkochzeug auch überhaupt nicht, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass ich kein Fernsehen mehr gucke. So. Und Frank Rosin kenne ich nur, weil der irgendwie gerade von extrem vielen Streamern gehypt wird. Schrecklich. Assi, oder? Ja, das mal. Kandidatin 2, was ist dein Lieblingsfernsehkoch? Tatsächlich gucke ich sowas auch nicht. Ich kann dir nur meinen Lieblingsschauspieler sagen. Das ist Ian Somerhalder. Okay. Wer ist das? Ian Somerhalder. Ja. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Nee, ist guter Call. Kandidatin 3. Ich würde mich dem auch anschließen. Ich gucke auch keine Kochshows, aber ich kann dir gerne mein Vorbild nennen. Meine Lieblingssängerin ist nämlich Lea. Mhm. Lea. Okay. Oh, süß. Kandidatin 4. Ja, ich koche an sich auch keine Kochshows, aber Tim Melzer ist mir jetzt einfach direkt eingefallen. Das ist aber auch so eine kleine Hassliebe, sag ich mal. Hassliebe verstehe ich aber da in dem Kontext. Okay. Aha. Das ist aber eine ganz klare Meinung, ne? Ja, ja, klar. Kandidatin 5. Also ich kenne jetzt nur Steffen Hensler und Nett. Digga, die haben doch alle dieselbe Stimme. Das hört sich ja an, als ob die... Hä? Da stehen einfach nur Schuhe. Die hören sich alle gleich an. Also mehr auch nicht, aber auch nur, weil meine Mom das oft geguckt hat und ich dann dabei saß. Mhm. Kandidatin 6? Ich finde Frank Rosin ganz lustig. Ah, ich weiß warum. Warum? Ich habe es letztens auf Insta gesehen. Mhm. Kandidatin 7? Ich würde sagen Tim Melzer. Ja, aber sowas muss man auch wissen, wenn man so ein Format mit ihm macht, dann hätte man sich da, ja, dann hätte sie jetzt nicht so überrascht. Also das wusste ich ja auch. Einfach, weil meine Mutter ihn feiert. Okay. Kandidatin 6 ist auf jeden Fall Schau mal Fave. Auf jeden Fall. Also ich sterbe für Frank Rosin. Frank, ich klau dir deine Frau Rosin. Deswegen, der ist der beste Mensch der Welt. Warum? Es ist einfach der beste Mensch. Seine Sprüche, der kommt zur armen Familie. Ist er nicht voll abgehoben und wirkt immer so voll böse zu den Leuten? Und hat man nicht schon voll viel Komisches über den gehört? Mhm. Mit einem richtig frechen Zeiger am Arm. So 90.000 Euro Patek. Und dann hilft er denen. Ist doch geil. Ja, ist doch süß. Er hat eine schön polierte Glatze. Ich liebe ihn. Auf Basis dieser Frage musst du dir jetzt eine auswählen. Die raus ist. Okay, ist natürlich auf Basis. Ich muss sagen, die letzte, die steht mir zu breiter. Armen Familien mit einem richtig frechen Zeiger am Arm. So 90.000 ja, Euro okay. Patek. Und dann hilft. Eine auswählen. Die raus. Sie steht mir viel zu breiter. Guck mal, alle stehen hier so. Tut, 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 tut. Und dann sie. Boom. Ist mir viel zu breit. Vom Stehen her. Okay, ist natürlich auf Basis jetzt der Frage und auf gar keinen Fall wegen den Schuhen, würde ich die Nummer 1 rausvoten direkt. Okay, Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Warum? Die Schuhe sind doch, die sind doch stabil. Was soll denn das? Ja, die sind halt ein bisschen dreckig, als ob man den ganzen Tag da sitzt und seine Schuhe... Obwohl das schon geil kommt, wenn die Schuhe sauber sind. Aber sind wir mal ehrlich, wie lange bleiben die Schuhe wirklich sauber? Mein Gott. Hallo. Hallo. Hallo, hi. Hi. Freut mich voll. Mich auch. Klar. Wie süß. Klar. Muss man jetzt noch so pseudomäßig reden oder? Also. Ich mach sie jetzt drauf. Muss ich jetzt noch mit dir reden? Du kannst doch was sagen. Was denkst du? Ist eigentlich netter. Also, ja, voll der Nette eigentlich. Aber dass du schon mal keine Pferde magst. Oh nee. Oh, das ist. Oh nee, bitte. Das ist ja. Um Gottes Willen, bitte. Nein, um Gottes Willen. Keine Pferde mag? Hier ist in Aachen direkt das CIO. Das, was ist das? Kennst du kein CIO? Nein. Aber du bist ja voll okay. An Pferdemädchen, ne? Du hast ja auch hier so ein Hufeisen drauf. Nee, das gehört so dazu. Nee, das ist kranker Scheiß. Nee. Habe ich meiner Schwester ab. Nee, das fühle ich auch überall. Also, dieses so, ich. Mein halbes Leben besteht aus Pferdereiten. Also, gibt es bestimmt auch welche, die das gut im Kompromiss schaffen. Aber das ist meistens überhaupt nicht so. Das ist gerade sehr unangenehm, die Situation. Okay. Was ist denn CIO? Das ist das größte Sportturnier in Pferdenmäßig. Rolex sponsert das. Nee. Alles Mäßige. Nein. Aber ich züchte. Ach so, du meinst Pferdewetten, wo du immer mit Papa hingehst. Das größte Sportturnier. Ja, 10.000 auf 5. Auch Hunde, hättest du Hundewetten sehen du züchtest, können. Das ist ja Pomeranians und Chihuahuas. Geh mal. Nee.
Lass mal die Hunde in Ruhe. Du bist super, ja, setz dich gerne da auf das Sofa. Ich hoffe, du hast die... Hä, sind die wirklich interessiert an dem? Gebrieft alle, das tut mir so weh. Nächste Runde. Yes. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Was ist deine erste Reaktion? Okay, erste Reaktion. Okay. Ja, also... Ja, was soll ich da, wieso soll ich mich da jetzt so, also Style fühle ich überhaupt nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin auch kein Styleberater, aber Schuhe fühle ich nicht, die Hose fühle ich nicht. Ich weiß, das ist modern, so dieses lockere T-Shirt fühle ich auch nicht, so, keine Ahnung. Nummer 7 wurde deutlich cooler. Ja. Das wurde deutlich cooler. Ja. Schießt du zu so vielen Löchern? Was? Weiß ich nicht, ich habe an sich nicht so mit vielen Löchern zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch bei dem Format hier. Aber ich weiß nicht, also ich hatte jetzt auch darauf dediziert keine Frage. Vielleicht erste Date? Mhm. Oh, dann fehlt doch eine Frage. Wie gesagt. Also angenommen, ich würde euch heute in meinem wirklich krassen Sport-Porsche abholen, damit wir zusammen zu einem Restaurant fahren und ich euch das AUX-Kabel gebe. Was würdet ihr anmachen für einen Song? Thema AUX-Kabel! Wie viele Handys sind noch im Umlauf, die noch einen AUX-Buchse haben? Digga! Oh, das ist süß. Hast du ein Sportauto? Nein. Du fährst mit der Bahn? Bobbycar. Ah, wunderbar. Finde ich gut. Nummer 1. Welchen Song würdest du anmachen? Ich glaube, ich würde Ohne mein Team anmachen, weil da habe ich immer so einen Vibe und bin direkt gut gelaunt. Ohne mein... Also Musik ist ja, also ich feiere die Musik, ja, aber in so einer Situation übel unpassend irgendwie, also fühle ich gar nicht. Mein Team? Ja. Okay. Ja, stehst du auf Deutsch? Schon, ja. Ich check den Vibe auch hinter Ohne mein Team. Ja. Kandidatin 2? Ich würde 500 PS anmachen, weil ich finde, das hat... Digga, was ist das? Voll was, wenn man im Auto fährt und dann dieses Lied hört. Ja, okay. Fahr uns dann sehr wahrscheinlich tot, aber ist okay. Mit dem Bobbycar? Ja, mit dem Bobbycar. Kandidatin 3? Ich würde Tabu anmachen, aber das muss dann wirklich volle Pulle laufen. Den kenne ich nicht. Kenne ich auch gerade nicht. Tabu? Auch nicht. Keine Ahnung. Von? Young Yuri. Das ist so eine Art Techno-Mix irgendwie. So. Stehst du auf Techno? Was haben die denn alle? Junge, ich mach doch kein Techno an. Ich denke, so dieses Kennenlernen, das ist immer so dieses, oh, man muss erstmal sich so aneinander. Digga, das ist doch weiß, man muss ja erstmal sich ein, zwei Mal treffen, damit man so ein bisschen lockerer wird und dann nicht gleich. Digga, was ist denn los mit den Leuten? Nein. Gar nicht. Auch doch, aber komplett, also so, es ist halt, wenn es ironisch ist und dann unironisch geil wird, das ist es. Das ist so der Mix, ich kann es schwer erklären. Aha. Weißt du? Also ich würde es jetzt nicht in meine Playlist packen und beim Laufen hören oder so. Nee. Gut, aber ich bin, wie gesagt, ich rede jetzt nur für mich und ich bin bestimmt kein perfekter Kennenlernen-Mensch. Bei mir ist eh alles anders gelaufen, als die meisten Leute es sich vorstellen. Ich finde auch Techno eigentlich nur zum Feiern gut. Ja. Kandidatin 4? Ich würde Mädchen auf dem Pferd machen, weil das momentan einfach im Trend ist. Lass doch mal immer alle die Pferde in Ruhe. Also wirklich, wie, was ist denn hier mit den Pferden, alt? Vorbei. Da würde ich mich auch illegal fühlen, bin ich ganz ehrlich. Wenn die ihr Handy mit Bluetooth verbindet und das Lied anmacht, fühlt es sich an, als ob ich mit irgendeiner 13-Jährigen unterwegs bin. Das geht ja gar nicht. Ja, okay. Aber das ist der Sommer halt von Bibi und Tina, ne? Ja, das stimmt schon. Richtig crazy. Ja, das stimmt schon. Nee, aber vielleicht, Philo, vielleicht ist es ein Zeichen. Pferde sind dein Ding. Mann, die Kamera ist immer am Weg! Wohin? Mir fällt jetzt so spontan kein Song ein, aber er könnte mir ja seinen von seinen zeigen. Weil ich habe gehört, er macht auch Musik. Das wäre ultra unangenehm. Gleich am Anfang so die eigenen Lieder zeigen, da muss man schon krass zu sich stehen. Unten links, okay. Sie ist informiert. Findest okay. Du gut? Ja. Das ist sowieso immer schon sehr geil. Ich finde das irgendwie crazy, wenn man kein... In meinem Fall wäre das jetzt ein bisschen unangenehm. Hey, mach doch mal einen von deinen Songs an. Go to war, hello war, we no more got all the time. Song hat, den man anmachen würde. Mhm. Ja, check ich auch. Ja, ich check, was du meinst. Es könnte eine gute und eine schlechte Antwort sein, aber es ist eine Antwort, die kennt mich auf jeden Fall dann. Ja, der erste Teil war so ein bisschen wack und der zweite Teil war so, wieder gerettet, ja? Ja, wieder finesse. Obwohl ich sagen muss, dass ich nicht weiß, wie ich mit der Öffentlichkeit an sich umgehen würde. Also wenn ich mich jetzt mit ihr treffen würde und sie aber alles weiß von mir, also sie weiß wirklich alles, ich will irgendwas ansprechen, ja, das habe ich gesehen in deinem letzten Stream. Ich bin übrigens schon im 61. Monat Sub bei dir. Ich weiß nicht, ob ich das ziemlich unangenehm finden würde. Weißt du, das wäre mir, glaube ich, ein bisschen... Ich bin mir nicht sicher, kommt immer drauf an. So, das kann ja auch immer ein Indiz dafür sein, dass man vielleicht menschlich doch extrem zusammenpasst. Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, aber das ist schon... das ist schon... jawohl. Mann. So. Test. Ja, ja. Okay. Kandidaten 6. Ich respektiere jeden Zuschauer.
Das meine ich nicht, aber eine Beziehung ist ja nochmal was anderes, als wenn man in so einem Zuschauerverhältnis miteinander steht, oder? Wenn Leute so kommen und so, ey, ich feier dich, feier ich übertrieben, ich finde das geil, wenn mich jemand lange verfolgt. Aber in einer Beziehung, ich hätte jetzt halt keinen Bock auf so ein übelstes Fangirl, so, weißt du, was ich meine? Das wäre mir, glaube ich, nichts. So, die muss schon so eine Normalität irgendwie haben. Was, Tanzi, ich bin extra kein Sub, damit ich noch eine Chance bei dir habe. Oh, scheiße, jetzt habe ich wirklich in eine ganz falsche Richtung gelenkt. Ja, nächsten Monat nur 20 Subs, keiner... Also erstmal feier ich. Deswegen sub ich nicht. Nein! Jeder, der subbt, der kriegt bei mir 20 Punkte plus. Mann! Packen kannst du dann übernehmen und wir hören irgendwas von Monet 192. Das war scheiße heiß. Ach, du findest es gut. Der Name sagt mir was, aber ich kann mir unter der Musik jetzt gerade gar nichts vorstellen. So ein bisschen Domina findest du gut? Weiß ich nicht. So ein bisschen Mami. Ja. Mhm, ja. Okay, warum fährt sie da? Okay. Mhm. Ha. Ich merke immer, ich guck mir auch, kennst du diese Instagram-Seite Breakdown? Der Typ, der immer so Styles bewertet und der macht manchmal auch so den Style gegen den Style und ich mach konsequent immer den falschen. 90% finden den Style geil und ich tipp den anderen. Ich glaube, ich habe gar kein Gefühl für Style. Das ist ganz schrecklich. Okay. Kandidatin 6 ist auf jeden Fall ganz weit oben gerade. Ja, immer noch, ja. Ich muss wieder wen rausvoten jetzt? Ja, okay, also wahrscheinlich 1, 2, 3. Aber ist das Style? Ich finde das styletechnisch komplett unansprechend. Und ich mag auch nicht diese überextrem breiten Sachen. Oder 4, ne? Ja, also 1 und 2 waren jetzt die Antworten auch nicht schlecht so. Mhm. Den dritten Song kannte ich nicht. Und ich will halt mal, dass die Pferdescheiße aufhört jetzt. Und zwar ganz schnell. Deswegen. Das geht, glaube ich, wirklich gar nicht. Das könnte ich nicht ernst nehmen. Also selbst wenn sie eine richtig stabile, super nette, liebe Frau wäre, aber sobald sie anfängt, von ihrem Pferd zu reden. Ich habe zwar auch einen Reitkurs gemacht und habe auch gestriegelt und Hufen ausgekratzt und ich kann auch reiten. Also ich kann es tatsächlich. Ich habe wirklich ein halbes Jahr mal einen Reitkurs gehabt, damals von meiner Schule. Aber ich finde das halt null ansprechend. Ich finde die Pferdescheiße eben ganz gut. Ja? Pferdescheiße noch ein bisschen länger drin lassen? Musst du sagen. Dann machen wir erstmal. Pferdemädchen sind halt wie Autojungs. Nee, das kann ich so nicht. Also, ja, ich weiß, was du meinst. So Leute, die jeden Tag an der Tanke stehen und ihr Auto mit einem Mikrofasertuch so polieren und den ganzen Tag dran. Ja, doch. Eine Ähnlichkeit hat es. Also, es gibt Leute, die Autos mögen und dann gibt es halt so diese fanatischen Autoliebhaber, die dann auch schon wieder zu anstrengend sind. Obwohl ich, ja, gut, das kann ich halt so nicht sagen, weil ich liebe Autos halt so. Ich kann mit Pferden nichts anfangen und finde Autos geil, aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe das. Nummer 3 raus. Nummer 3 raus? Ja. Weil du die Pferde vielleicht doch noch für dich gewinnen wirst. Vielleicht, ja. Vielleicht. Vielleicht. Okay, Kandidatin 3, du kannst nach vorne kommen. Oh, bitte passt das. Oh, das passt! Oh mein Gott, das passt! Juli, danke schön! Hallo! Schön, dass du da bist. Hallöchen, okay, sorry dann. Alter, es passt! Ja? Ja. Okay. Was sagst du? Nichts. Dann du ciao. Bist super. Ey, aber die. Klar, alle sind hier so. Aber dabei hat man sich was gedacht. Das feiere ich. Super. Du bist so hart. Nee, sie war toll. Ja, klar. Sie war total. Sie war toll. Es war einfach nur total. Ja, was soll man denn machen jetzt, Leute? Chillt doch mal. Also, wenn es vorher alles abgesprochen wurde, was es ganz bestimmt wurde. Deswegen kam jetzt auch nochmal der Disclaimer am Anfang. Ganz bestimmt wurde alles abgesprochen. Alter, jetzt hört doch mal auf, ihn so zu haten. Chillt mal, das ist ein YouTube-Video. Total hübsch, das war einfach nur nicht mein Musikgeschmack, leider. Hm, Mann. Ja gut, ey, wenn wir nach dem Musikgeschmack gehen, ich kenne keinen Menschen, der komplett so fern von meinem Musikgeschmack ist wie Lola. Also wirklich, wir hören so grundverschiedene Musik. Wenn sie duschen geht und ihre Musik anmacht, ich könnte kotzen, ich kann diese Musik nicht hören. Das ist so, sie hört so komische Musik teilweise, wo ich mir so, Alter, was ist das? Aber das denkt sie auch bei mir. Aber sie muss es akzeptieren, weil das ist mein Auto und wenn wir im Auto einsteigen, wird meine Musik abgespielt. Und wir hören jeden Tag diesen Gangster-Rap. Ja, ich bin in den Berliner Straßen unterwegs, 10 Kilo am Tag werden vertickt. Ja, so, das hört sie auch nicht gerne. So, die denkt über meine Musik genauso, wie ich über ihre. Aber wenn es danach gehen würde, naja, Digga. Okay. Nächste Frage. Nächste Frage. Ach so, es geht gleich weiter. Nächste Frage. Okay. Ich weiß nicht, ob... Also die sehen hier alle relativ jung aus. Ne? So einfach vom Style, von den Händen auch und so. Stell mal vor, sie will ihn einfach richtig auseinandernehmen und am Ende entscheidet und denkt, komm mal vor, Alter, irgendwo eine Überjunge, so weißt du, so. Junge, so, oh, Alter. Tilo entlarvt. Ach, Tilo, Philo. Tilo.
Ich mag es halt wirklich, wenn es so richtig aussieht wie Leder. So, so richtig alte, richtig eklige. So 70 plus. Ja, Leder. Ich finde Ringe geil. Ringe können richtig stylisch aussehen. Das Problem ist, meine Finger sind so dick, dass ich halt so einen komischen. Weißt du, ich müsste dann halt so. Keine Ahnung, ich müsste so fest so eine Schellen benutzen, um die hier rummachen. Bei mir würde das halt nicht schön aussehen. Ja, ich glaube, so. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, deswegen würde mich interessieren, falls es nicht klappt oder doch klappt, was ist euer Verhältnis zu euren Omis? Habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Omis? Und wären sie offen für Dreier? Potenziell! Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi, ich habe sie ganz... Gutes Familienverhältnis kann gut sein. Das heißt dann immer, dass man einen geborgenen Menschen an sich hat. Weißt du, was ich meine? Ich muss mal... Meistens ist es so, ich merke es ja auch an mir, so wenn man so ein zerrüttetes Familienverhältnis hat, dann ist der Mensch meistens auch kaputt. Ich merke es an mir. Bei mir ist halt auch viel schief gegangen. Papa nicht da, Familie nie wirklich so der Zusammenhalt, wie man es sich irgendwie gewünscht hat. Und so die Kontakte zu naja, ach nee, das geht jetzt zu weit. Aber das ist halt meistens, merkt man das auch dann im Nachhinein. Ist es einfach so. Es ist einfach so. Also ich denke auch, dass ich, wenn ich mit Mama und Papa aufgewachsen wäre, dass ich auf jeden Fall anders, ein bisschen vernünftiger wäre als so. Es ist halt einfach so. Das prägt einen halt. Auch wenn man im Erwachsenenalter sich selbst nicht eingestehen möchte, dass einen das geprägt hat. Ich habe es damals nie gesehen. Ich habe das damals nie mehr gesehen, aber ich glaube 100% hat das irgendwas mit mir gemacht, dass mein Papa nicht da war. Und ich habe ja als Kind auch viel geweint, dass er dann, als ich mich mit ihm treffen wollte, er dann wieder abgesagt hat oder dann doch nicht gekommen ist. Dann ist wieder was dazwischen gekommen. Das hat mich ja damals übel gefühlt. Als Kind. Ist doch lieb und wir sind auch fast jeden Tag bei ihr. Das ist gut. Das findest du super. Da könnte ich dann quasi auch jeden Tag mit. Jeden Tag. Also für mich als nicht familienbezogene Menschen ist es eine Horrorvorstellung, eine Freundin zu haben, wo alles einwandfrei funktioniert. Also so dieses, wo man dann immer, hey, du bist jetzt zum Essen eingeladen, du bist das, komm doch mal. Und ich dann am Esstisch mit sieben Familienmitgliedern aus ihrer Familie, das würde mich komplett auseinandernehmen, könnte ich nicht. Das geht überhaupt nicht. Das kann ich nicht, das ist mir einfach unangenehm, weil ich das nie erlebt habe, dieses normale Familienleben. Kommt sowieso, oder? Was ist das für eine Folge? Nee, besser nicht. Okay, ja. Besser nicht, das ist schon mal nicht gut. Das ist meine Omi. Nicht mehr lang. Kandidatin 2? Ich habe auch ein... Komisch. Ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi. Du mit deiner Freundin und ihren 6 Brüdern am Tisch. Aber alles so eine richtigen Ochsen, Alter, die schon 5 Jahre im Gefängnis waren. Wir machen sehr viel Scheiße zusammen und sie ist auch für jeden Scheiß zu haben. Und für jeden Scheiß sogar zu haben, das klingt ja, gut. Ja, mein Gott, hast du doch schon eine Traumfrau. Ja. Aber nicht für diesen Scheiß. Wir müssen das reversed machen jetzt, actually. Na gut. Okay, das ist ein bisschen komisch. Okay, dann 3, I guess. Also ich liebe meine Omi, sie ist die Beste und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis. Ich wohne jetzt zwar sehr weit von ihr weg, aber ich würde sie dir auch gern vorstellen. Das ist, weißt du, dann habe ich wenigstens mal Kontakt mit einer. Ja, aber sehr weit weg. Oh, es klingelt, es könnte ein Paket sein, ja. Jawohl, so muss das sein. Ah, schön, gut, weiter geht's. Das heißt sehr viel Reisen, ne? Das ist nicht schlimm, ab dem Bobbycar. Kandidatin 4? Meine Oma ist tot. Oh, ist das unangenehm. Oh, ist das unangenehm. Das ist nicht schlimm. Ab dem Bobbycar. Kandidatin 4? Meine Oma ist tot. Boah. Alter, das ist... Aber sie war nett. Sehr nett. Oh. Ja, ho. Oh. Ist okay. Alles gut. Kommst du klar. Ha, ja. Kandidatin 5? Also ich wohne mit meiner Oma zusammen an einem Haus, also... getrennt in Wohnung und die nehmen später auch ein Paket für mich an, also ich würde sagen, das... Oh, das ist krass. Das ist krass. Oh, jemanden, der die Pakete für einen nimmt, das ist Endlevel. Verhältnis ist ganz gut. Aber ich feiere den Style überhaupt nicht. Also muss ich leider sagen, es ist überhaupt nicht meins. Es spricht mich 0% an. Aber ich laufe halt, wie würde ich meinen Style bezeichnen? Ich laufe halt so ein bisschen, wie laufe ich rum? Wie würde ich meinen... Ich laufe halt... eher alt, was heißt altmodisch? Also so dieses altmodische, so ich kann es nicht, wie kann ich dann meinen, also ich meine jetzt nicht den Kleidungsstil, den ich hier, den ich jetzt hier anhabe, so, also natürlich mit dem Shirt würde ich auch draußen rumlaufen, wenn ich jetzt nicht irgendwie zu fett davor geworden wäre und das unten rausguckt. Also ich trage auch Oversized-Shirts, aber halt schon eher so dieses Ein-Farben-Outfit sowieso wichtig. Und wegen dem Dreier kannst du sie ja später dann selber fragen. Ah! Da
Pass es doch. At this point weiß ich nicht, ob sie es mit Absicht macht, ne? Das ist schon crazy. Okay. Schon Traumfrau. Schon Traumfrau. Vielen Dank für den Sub. Wunderbar. Mhm. Aber kann Nummer 4 noch mal was sagen? Ich finde dich super hot. Also, Sof. Also was? Nee, also dich. Ich erkenne, ich glaube, ich habe finde ich super. Ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte, actually. Echt? Ja, ich habe wirklich eine Ahnung, wer das sein könnte. Kennt ihr euch? Kennst du ihn? Flüchtig. Okay, okay. Also, sie lassen wir auf jeden Fall drin. Sie lassen wir jetzt erstmal stehen, auch wenn ihre Oma tot ist, leider. Ja, das wäre auch richtig assi. Ja. Das wäre richtig assi. Mausetot. Okay, das... Ich würde jetzt tatsächlich Nummer 3 rausvoten. Schade. Dann Kandidatin 3, du kannst hervorkommen. Ich wüsste auch nicht, wie ich mit so einem Format umgehen würde, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, ja, weiß ich nicht. Hallo. Hi. Na? Hi. Schön, dass du da bist. Hi, was geht ab? Nicht viel, nur bei dir. Auch nicht viel. Ich mag die Tattoos, actually. Danke. Kann ich mal das sehen? Ich bin jetzt nämlich auch kriminell geworden. Ich habe mich letztens tätowieren lassen. Nee, was hast du gemacht? Einfach nach unten auf die Beine. Einmal so und einmal falsch rum. Und seitdem sehe ich Tattoos viel anders. Findest du das ein Vibe? Ja, voll. Ich finde Tattoos geil, bin ich ehrlich. Ich finde das hat aber kein Alleinstellungsmerkmal. So, damals war das ja so, diese ich bin ja böse, so ich zeige, dass ich mich so widersetze gegenüber der Norm. Aber heute ist es halt so, du findest eigentlich weniger Leute ohne Tattoos als mit Tattoos. Meiner Meinung nach. Ich glaube, es gibt wirklich, also in bestimmten Kreisen siehst du, also keine Ahnung, ich feiere Tattoos. So. Ich bin auch irgendwie ein Freund von Gesichtstattoos. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich sie irgendwann. Aber ich glaube, ich werde mir nie Tattoos machen. Keine Ahnung. Bedeutungen? Ja, das habe ich mit einer Freundin zusammen im Urlaub stechen lassen. Aha, also die hat das gleiche Motiv? Ja. Okay. Das habe ich für meine beste Freundin, weil wir uns immer Engel nennen. Ja, das ist todespeinlich, leider. Fühle ich. Für einen Sänger. Von wem? Giuseppe Reggio kennst du bestimmt. Nee, kenn ich nicht. Das würde ich zum Beispiel auch niemals machen, Alter. Das wäre mir denn schon zu viel Fan. Obwohl ich es feiern würde, wenn... Hat sich nicht schon mal irgendjemand was von mir tätowiert? War nicht irgendwas gewesen? Hä? Ich meine jetzt nicht Mystery Blue mit dem Herz. Na, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ciao, ciao. Du bist super. Das wird nix. Was bist du denn für einer? Ganz normal. Bisschen eklig langsam. Oh, das ist... Ich weiß, das ist schon... Das soll alles irgendwie einen Charakter darstellen, aber das ist schon... Das ist schon... Eieieiei. Alter, Philo, ich weiß nicht... Ich bin mir nicht sicher, ob du dir einen Gefallen getan hast mit diesem Video. Alter Schwede. Ich meine, man kann ihn schon ein bisschen einschätzen. So, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, dann weiß man schon, was für eine Art Mensch er ist und was für einen Humor der hat. Aber das ist so ein... Puh. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Nice, okay. 3, 2, 1. Tada! Okay. Was denkst du? So. Ja. Kann ich nicht Ich frage mich in erster Linie... Ich feiere dieses Breite jetzt nicht so. Weiß ich nicht. Das ist normal. Aber wie gesagt, ich habe halt, glaube ich, auch wirklich diesen eher altertümlichen Style. Warum Nummer 1 ein Mikrofon in der Hand hat? Oder Plug, ich weiß nicht, was es ist. Ach nee, da steht Rode drauf. Okay. Damit du mich hörst. Die Kamera. Ach so. Okay. Ups. Ich dachte gerade, das war der unlustigste Joke der Welt, aber gut gerettet noch. Aber aus meiner Historie an Freundinnen habe ich klar herauskristallisiert, dass ich eher auf blonde Frauen stehe. Und das ist halt auch immer wieder so entstanden. Also ich bin nicht mal gezielt. Ich habe ja nicht irgendein Muster, wonach ich agiere. Oh ja, sie muss blaue Augen haben und Dings. Okay, und blond sein und Nein, also ihr wisst, was ich meine, aber es ist irgendwie immer wieder unterschwellig immer wieder auf blond gekommen tatsächlich. Okay, direkt. Ich finde Nummer 4 jetzt immer noch am coolsten vom Outfit. Mhm. Kandidatin 3? Kandidatin 3. Das sind halt so komische Schmetterlinge. Also sieht jetzt auch nicht super, super scheiße aus, aber ich habe kein Empfinden für diese überbreiten Hosen. Mit drauf. Das ist so, gibt mir so TK Maxx Vibes. Echt? Ja, voll. Ich find's so super. Ja? Ich find's cute. Okay. Also Nummer 2 sieht legit aus. Ja, weil sie auch versucht, das zu retten, dass er die ganze Zeit so böse ist. So aus der 10. Klasse irgendwie. Von der Größe und aber auch so bis es ist so einfach plain pink. Ja. Und die, nee, guck mal, die Schuhe. Das ist legit 6. Klasse. Das ist kranker Scheiß. Nee, okay. Stehst du auf Jüngere? Nee. Nee. Ältere. Viel Ältere. Omis. Omis.
Die wirken auch sehr befreundet irgendwie. So. Ach so, sind das Schwestern? Die haben sich auch gerade angeguckt. Gleichzeitig. Sind das Schwestern? Seid ihr Schwestern? Eventuell. Eventuell. Da hast du es. Weil er gerade die ganze Zeit davon geredet hat, weil er es unbedingt wissen möchte. Welche Stellung ist euer Liebling? Habe ich nie gesagt. Ich esse ein Oreo. Wenn ich darf. Nee, du. Gönn dir. Morgen. Boah, diese Essgeräusche. Nee, Fedor, der hat die ganze Zeit davon geredet, welche Stellung ist eure Liebste. Der konnte einfach nicht aufhören, darüber zu reden. Ich bin noch Jungfrau. Ich bin auch noch Jungfrau. Dem schließe ich mich an. Können wir zusammen rausfinden? Also ich finde immer, dass bei Jungfrau würde gar nicht gehen. Würde ich, glaube ich, überhaupt nicht fühlen. Also damals hat man sich immer so gesagt, boah, krass, babamäßig, ich bin der Erste, aber das ist ja super. Das ist ja super langweilig, Alter. Das stelle ich mir richtig nervig, blöd vor. Bei einer anderen Person gefällt mir jetzt das gut und bei einer anderen dann das. Also es kommt halt auch immer drauf auf die Technik von meinem Gegenüber an. Oh, sie hatte schon sehr viel GV. Das ist schon auch crazy. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Also, doch, du weißt nur zwei. Aber die ersten beiden, wie alt seid ihr? 18. Ich bin auch 18. Ja, das ist so gut. Jungfrau, Jungfrau, können wir zusammen rausfinden. Und wahrscheinlich ein Bodycount über zwei, was schon sehr kritisch ist in meinen Augen. Deswegen, I don't know. Okay. Ich glaube aber tatsächlich, weil das bauchneblig Pierce mir da auch auffällt bei Nummer 3. Mhm. Du weißt, wer sie ist. Ich weiß, wer sie ist, ja. Dementsprechend weiß ich, dass sie erstmal richtig Arsch in Videospielen ist. Richtig, richtig Arsch. Ich könnte natürlich so diesen typischen E-Boy-Typ machen und sagen, ich kann dich carryen und so weiter, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Weil du nicht könntest, ja. Du könntest mich carryen? Ich könnte dich carryen, ja. Wo drin? Valorant. Ah, lol. Warte mal, jetzt weiß ich es auch. Habe ich nicht mal installiert. Schlecht informiert. Auch mal für mich installiert. Valorant geht überhaupt nicht. Ich schwör, dieses Spiel macht mich überkaputt. Geht überhaupt nicht. Verlieren. Das ist auch schon wieder scheiße heiß, ne? Ja, ja. Du findest es gut, wenn die Kontra geben, ne? Ja, klar. Man darf nicht gucken, wer die sind, ne? Okay. Hey, das ist der ganze Purpose. Ja. Ich glaube, ich bin zu alt geworden für diese ganzen Spiele. Das geht gar nicht. Das ist safe Gronkh. Ich bin wirklich... Also diese ganzen Spiele machen mich so ein bisschen aggressiv. Ich sehe das jetzt gerade wieder, wo ich die ganze Zeit COD Ranked spiele, Alter. Wie ich da komplett kassiere von irgendwelchen Leuten, die in der Ecke hängen mit einem Shotgun. Ich schwöre, da bin ich so... Ich bin manchmal so kurz vor, in diesen Monitor rein zu boxen. Ich glaube, ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann solche Spiele nicht mehr spielen. Oh Gott. Nein! Oh mein Gott! Wie asozial! Das ist mir das Phantombild. Ich weiß ja, wer sie ist. Ich will nur gucken, ob es wirklich so ist. Muss kurz entwickeln. Gar keine, wir haben Zeit. Das Bild ist so schlimm. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was jemals von mir gemacht wurde, aber okay. Wir lassen es erstmal entwickeln, oder? Okay, wir warten. Das ist überfrech. Das ist so frech. Okay, einfach kurz mal geflasht. Ich muss eine von 1 oder 2 rauswerfen. Pink. Pinklich raus. Ja, das Outfit sagt dir nicht so. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Es sieht halt wirklich, es sieht halt sehr jugendlich aus, das stimmt schon. Das Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Und die wird jetzt bestimmt auch ein extrem junges Gesicht haben. Ah, ja. Ja, du siehst auch so jung aus. Ja, dachte ich mir. Das ist 7. Klasse schön. Hallo. Ey, Junge, das sieht wirklich illegal aus. Das kannst du vergessen. Das ist 18 und da merke ich erstmal, dass ich 26 bin. Wie viel Entfernung von 18 zu 26 ist, Alter. Junge, ich schwöre, die sieht aus wie 15, 16. So, freut mich. Hallo. Hallo, ich bin heute der Referendar. Also gehst du wirklich noch zur Schule? Nein, bin jetzt fertig. Mit 10. Klasse? Das geht gar nicht. Nein, wie alt ist man? Ach, mit 18 ist man 12. fertig schon? Ja. Was machst du jetzt? Ein soziales Jahr. Süß. Wo? In einer Grundschule. Oh, wie schön. Okay. Oh, das passt. Wer geht denn freiwillig wieder in die Schule zurück? Nein, Fido ist nicht 26. Ich bin 26. Ja, so auch so Outfit aus. Ja, ja, stimmt. Na gut, Fido sieht auch wirklich jung aus, das stimmt schon. Na gut, dann kannst du dich da hinten hinsetzen. Ja, danke schön. Ciao. Ach, voll schön. Ich habe dir die Hand gegeben, ne? Das wäre so geil, wenn jetzt die andere da rauskommt und auch 1:1 genauso aussieht. Nein. Okay. Welchen Streamer oder YouTuber, von mir ist auch TikToker, findet ihr am attraktivsten? Oder ne? Oh nein, jetzt werden alle drei Tanzverbot sagen, das ist mir so unangenehm. Natürlich auch Streamerin, Streamer. In, ganz genau. Kandidatin 1. Ich würde Marco nehmen, weil ich den super liebe und so. Was, wer ist das? Sympathisch finde. Wer ist Marco? Wer ist ein Marco? Jetzt offiziell Marco. It's official Marco. Ich google das jetzt.
It's official ist irgendein TikTok, 100%. It's official Marco. Oh, Junge, 500.000 Follower, der Scheiße, der f***t mich auseinander. Okay, jetzt, ja, ich glaube, der macht auch so kindlich orientierten Content. Gut, ist in Ordnung. Mit den Mutti-TikToks. Mit was TikToks? Mit den Mutti-TikToks, mit Tobi. Ach, Mutti. Ich habe anderes verstanden. Als ob ihr den nicht kennt. Nee, kenne ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Bleib Marco, ganz liebe Grüße. Kandidatin 2. Ja, natürlich Philo und da auf jeden Fall auch den Prime-Sub da lassen. Wichtig, ne? Ey! Das, ja, aber Prime-Sub könnt ihr auch bei mir da lassen. Guck mal. Da. Mein Gott, ihr zwei. Ich spür den Vibe. Ja, was soll ich sagen? Kandidatin 2 hat meine Antwort geklaut. Und eine zweite Option gibt's natürlich nicht. Okay. Zwei und drei Mann stark. Mhm. Oder findest du es gut, wenn die... Oh, welchen Streamer gucke ich denn am meisten? Also jetzt mal fernab von der Attraktivität. So, das würde ich jetzt nicht beurteilen. Boah, ich glaube, Gronkh gucke ich mit am meisten. Gronkh bin ich ganz viel dabei. Ja. Nee, es ist halt... Obwohl, Lola-Stream gucke ich auch immer, aber da gucke ich halt immer, um so ein bisschen zu spionieren. Ist schon wieder irgendein Typen gefolgt. Erstmal schnell gucken. Natürlich, ne? Klar, ich bin super also ich bin unglaublich attraktiv. Aber angenommen, ich würde jetzt in den nächsten Wochen aus Versehen unverhofft in einem Autounfall sterben und mich gäbe es nicht mehr. Wer wäre es dann bei 2 und 3? Mich interessiert das wirklich schon. Ich finde Neek Beats ganz gut so. Ja, der sieht nicht schlecht aus, finde ich. Ja, finde ich auch. Vom Aussehen, der sieht nett aus, aber... Hä? Ist ein Homie, leider. Ja. Immer schwierig, Statements dazu zu machen, zu Streamern und so. Natürlich Monte, weil der ist nicht mittellos. Boah, das war also auch wenn es jetzt so spaßig gemeint war, aber das war unglaublich unsympathisch. Monte. Ja, ist quasi dein Look, ne? Ist mein Look, ja. Ja. Hat sie gesagt, weil der ist nicht mittellos? Das ist ja wieder frech. Ja, ich kenne Marco nicht. Raus. Muss leider raus. Wer ist Marco? Ja, ey, wenn sie jetzt genauso aussieht wie die andere. Ehrlich. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Hallo. Zwillinge. Übel das Déjà. Das ist genau dieses. Ich hab dich doch schon rausgeschmissen. Lügra, wollte ich sagen. Hallöchen. Gutes Parfum? Ja. Na klar. Philo, ich hab schon gesagt, du hast dir mit dem Video keinen Gefallen getan, Alter. Ich hab noch nie so oft im Chat Leute schreiben sehen, unsympathisch, unsympathisch, unsympathisch. Warte, ganz kurz, wir müssen kurz Pause machen. Nee, geht wieder. Nee, du bist super. Das ist ein bisschen crazy. Ihr seid alle so super. Ja, okay, was gibt's? Was hast du für eine Note in Mathe gehabt? Willst du nicht wissen? Doch, will ich, hab ich deswegen frage ich ja. Eine 5. Okay, hab ich aber. Hatte ich auch. Ja, perfekt. Connected. Ja. Gut, dann ab zur Nachhilfe. Ja. Tschüss. Ciao. Du bist voll süß. Die sind viel zu jung, Alter. Die sehen alle so unglaublich jung aus. Das fühlt sich einfach so falsch an. Die beiden. Voll süß. Nein. Ich kann nicht anders jetzt. Nein. Meine zweite Freundin sah auch extrem jung aus. Und ich bin ganz ehrlich, es war mir manchmal einfach unangenehm. Weil ich halt durch meine Ernährung schon immer ein bisschen deutlich älter aussah. Und das ist halt so, weißt du, dann sieht das halt so aus, als ob du irgendwie so eine, weißt du, was ich meine? So, das ist halt. Willst du auch? Boah, Junge, Alter. Umarmung ist schon echt doll. Schwierig. Das ist schon fast wie ein Buddy. Ja, das ist halt dein Problem, Philo. So. Wie gesagt, also ich kann nicht ja. Also ich bin jetzt nicht der krasseste, aktivste Zuschauer, weil ich weiß ja, wie deine Art und Weise ist, aber es ist schon. Puh. Von nach oben machen. Gut. Finale. Oh. Finale. Oh. Ach, schon wieder cringe. Okay. Zwei coole Girls. Hast du eine Frage so zum Abschluss? Also bei Baby Boogie habe ich ja vorhin schon gesagt, ich sehe die weißen Fingernägel. Mhm. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja? Wenn es soweit kommt. Ah, den Zap nehme ich gleich raus bei ihr. Nein. Okay. Ich muss mich da zurücknehmen wegen Lola. Ich weiß, ich habe eigentlich immer einen guten Humor diesbezüglich gehabt, aber ich will jetzt hier wegen Lola nicht mehr solche Witze machen, weil sonst gibt es eine Abreibung. Auch wenn wir nicht mehr zusammen sind, aber es ist noch alles, naja, gut. Okay. Wow. Ich habe Naturfußnägel gemacht. Was heißt das?
Mit Dreck drunter. Das ist ja so dieses. Aber Naturfußnägel gemacht. Was? Ja, also von der Farbe her, dieses Rosane, das nennt man im Nagelstudio Natur. Das ist, kannst du vielleicht einmal kommen, dann zeige ich dir das. Ich rolle hin. Halt mal ein paar Händchen. Das ist so wie dieses hier, so leicht rosa. Okay, okay. Und die? Hast du auch so French Fußnägel? Nee, die sind komplett weiß, deckend. Boah, okay. Fußnägel wie Ronny Berger. Auf Natur angelegt. Machst du jetzt wirklich deine Gesinnerin an den Nägeln aus? Ja, natürlich. An was denn sonst? Ist auch wichtig. An den Fußnägeln. Ja, das okay. Schon. Kandidatin 1 weiße Fußnägel, Kandidatin 2 rosa Fußnägel. Ja, aber Kandidatin 1 ist halt leider Baby Boogie. Das ist schon mal nicht so gut. Warum? Die ist super. Die ist wirklich schlecht in Spielen. Nee, die ist wirklich auch hot. Das sieht neben mir aber auch schlecht aus, weil ich bin halt super gut. Mann, das ist so hart. Ich wüsste nur, was ich spielen würde. Boah, ich guck mal auf gute Frage nicht. Ja, Fido, nächstes Mal mache ich mit. Das ist ja wirklich schwer. Wieso gehen Männer auf weiße Fußnägel ab? Nee, ja, Ich habe jetzt nicht so ein detailspezifisches Verhältnis zu Frauen. Das ist immer ganz schlimm bei mir. Also selbst wenn Lola sich die Haare blondiert hat und der Ansatz, der vorher so lang war, nicht mehr da ist, dann sag ich, laufe den ganzen Tag mit ihr rum, dann fängt sie an zu streamen und den Leuten fällt sofort auf, dass irgendwas anders an ihr ist, aber ich habe es nicht gesehen. Deswegen, ich habe dieses Detailverhältnis gar nicht. Das ist ganz schwierig bei mir. Also ich weiß nicht, warum mir das nicht auffällt. Ich glaube, selbst wenn sie eine andere Hautfarbe hätte, dann würde es mir auf einmal auffallen. Ja. Was guckst du da? Nach Fragen, oder? Nehmt ihr Drogen? Yeah. Also diese Frage, naja gut, mal auf den Club ein, zwei, da ist ja jetzt nichts gegen einzuwenden, oder? Ich rauche Zigaretten und trinke. Das wäre zum Beispiel für mich, also Zigaretten rauchen, das ist für mich. Da meckere ich Baby Bougie auch immer an, wenn wir uns sehen und sie gerade am Rauchen ist. Rauchen geht überhaupt nicht. Das finde ich so schrecklich. Dieser kalte Rauchgeruch aus dem Mund geht überhaupt nicht. Dieses, nee, darauf Rücksicht nehmen, ey, nee, nein, nein, oh, nee, Rauchen ist, ich hasse Rauchen. Rauchen ist das Schlimmste. Alkohol an besonderen Tagen zu besonderen Anlässen. Ja, bei ihr ist wahrscheinlich jeder Tag besonders. So wie, ja. So wie die Lall schon wieder. Wenn ich dich jeden Tag sehen würde, ja. Kandidatin 2? Beim Alkohol schließe ich mich an und ich rauche Vape. Vape? Noch schlimmer! Es ist so nervig! Alter, das ging mir damals bei Herrn Newstime schon auf den Sack. Grüße geht ja raus an Herrn Newstime. Ist der gerade noch live? Warte mal. Nee, er ist offline gegangen, war? Du mieser, Alter. Wieso bist du einfach offline gegangen? Alter, dieses Rapen, das geht mir so auf den Sack. Auch wo ich mit Monte unterwegs war. Ey, Digga, den ganzen Tag, 10 Stunden am Tag an diesem scheiß Ding rumnuckeln. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Aber es riecht doch lecker. Ach, halt dein Maul, das geht mir voll auf den Sack, dieses Rapen. Ja. 11 Bar? Nee, HQD. Sobald man da mehr als... Ich rauch gar nichts. Und auch kein Alkohol? Ich hab dieses Jahr kein Alkohol getrunken, aber jetzt auf der Gamescom ist mir da ein kleines Fauxpas passiert. Nee, ich trinke Slush den ganzen Tag in mich rein auf der GC. Da ist aber auch nichts. Alkohol drin. Ja, ich weiß, deswegen ja. Ja, wie gesagt, ich war eigentlich auch immer Anti-Alkohol, aber jetzt sind halt schon einige Situationen dazugekommen. Ich feiere das nicht, das zu demonstrieren, also zu zeigen, ey, guck mal Leute hier. Aber dadurch sind halt leider schon nette Abende entstanden. Und das hat mir dann aber auch gezeigt, wie gefährlich diese Scheiße ist und wie sehr Alkohol auch einfach auslaugt. Ist ja schön, dass du einen schönen Clubabend hattest. Aber wenn du besoffen nach Hause gehst und am nächsten Morgen aufstehst, der nächste Tag ist erstmal komplett weg. Du merkst einfach, wie Alkohol dem Körper null gut tut und dich einfach kaputt macht. Deswegen, das ist für mich immer noch sehr, 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 sehr doll gefährlich, dass es einfach überall so auch so billig vorhanden ist. Es ist ganz gruselig alles. Aber es sind halt leider schon nette Abende dadurch entstanden, muss ich einfach zugeben. Ja, aber es fällt nicht auf. Das ist wirklich schwerer Scheiß jetzt. Aber ich gehe nie feiern. Geht Baby Boogie feiern? Ja. Die geht ja feiern. Dann raus mit der. Echt? Ja, weg mit dem Scheiß. Oh. Junge, endlich. Warte kurz. So auch ein? Nee, danke. Okay. Zahnstocher mit Geschmack. Voll geil. Schmeckt nach Zimt-Orange. Geil. Und am schlimmsten, also Endlevel, die absoluten Endgegner sind die Leute, die in der Wohnung rauchen. Das geht geil. Wenn du denn wirklich auch noch diesen kalten Rauchgeruch in deinen Sachen hast, dann ist vorbei. Dann ist wirklich ein Level erreicht, da blockiere ich auch sofort. Ist mir scheißegal. Doch, ich will doch einen. Hast du noch einen? Ja, ich habe noch einen. Irgendwie ein Vibe, wenn wir es zusammen machen. Hier, das ist Eisbonbon. Danke. Bitte. Kandidatin 1?
kannst jetzt rauskommen. Hä, was ist das denn? Ich dachte, das ist einfach ein Zahnstocher. Ist da wirklich Geschmack dran? Weißt du, was lustig wäre, wenn es jetzt doch nicht sie gewesen wäre? Nein, du. Nein, du. Hallo. Ja, hi. Lass mich nicht los, die Schmerzen. Halt mich für immer fest, ich kann nicht mehr. Hilf mir, Hilfe. Du hast eine gute Wahl getroffen. Ne? Ja, okay. Also, ich war eh nur ja, für den Freund. Also, sei mal kurz ruhig, bitte. Ja, okay. Jetzt, oh Gott, das Bild. Ja, bitte. Schrecklich, oder? Zeig mal. Geil. Das ist wirklich gut. Geil, wirklich geil. Zeig mal da rein. Sieht doch genauso aus wie sie. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Chill auf der Couch. Was machst du? Ah, nichts. Also, was ist das? Ist das, Ja, das ist nicht meins. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Ich sehe einfach nur, dass ich keinen modernen Kleidungsstil habe, wenn ich das überhaupt nicht feiere. Okay, dann die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Hallo, was geht ab? Schön, dass du da bist. Hallöchen, freut mich. Felix, nochmal. Ja, ich bin gar nicht größer als du. Na, nicht viel. Aber ich mag nicht so große Männer, das ist gut. Ja? Ja. Geil. Gut, dann. Das ist genauso, wie wenn eine zu mir kommt und zu mir sagt, ja, mir geht's nicht um die äußeren Werte, mir geht's um die inneren Werte. Du musst mich hier so rausziehen. Tschüss, Sophie. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß auf dem Date. Danke. Boah, das war die Liebe seines Lebens. Ja, war ganz interessant. Da waren so ein, zwei Sachen bei, die waren ein bisschen zu hart. So, keine Ahnung, aber ansonsten war es so ein ganz interessantes Video.